Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom. Wir sind hier wieder bei Satisfactory, der Server, den wir ja schon angestrebt haben, zu 5 zu spielen, ist jetzt bereit. Er funktioniert leicht laggy, aber es funktioniert und spielbar. Somit können wir das Spiel nun zu 5 genießen. Das heißt, wir haben den lieben Sascha mit dabei, der streamt ja ebenfalls. Und ich meine, sein Video kommt ebenfalls auf YouTube. Ebenfalls streamt der Riker alias Misha. Auch den werde ich natürlich auch verlinken und unten in den Videobeschreibungen. Und zur Unterstützung haben wir noch den Mario und den Carsten, der uns in unserem Chaos hier in Satisfactory unterstützt. Und wir werden eine Menge Spaß haben und ich hoffe, ihr natürlich auch. Und somit viel Spaß bei den aktuellen Folgen. Was haben wir da? Hallo. So. Tom, du hast jetzt eigentlich genug Kunststoff. Super. Oh, Moment, das brauche ich weil ja auch. Weil es läuft schon in den Überschuss. Kupferblech. Brauche ich ja vermutlich auch, hä? Kupferblech haben wir auch jede Menge. Da müssten die Lager eigentlich voll sein. Es läuft ja auch schon wieder zurück. Ja, stimmt. Ja, dann ich gehe mal oben einkaufen. Ah, 3 Container voll. Dann brauchen wir jetzt noch die beiden letzten. Wie komme ich jetzt am schnellsten nach oben? Jetpack. Ja, wenn man ganz unten ist, ist es schwierig. Ja, wieso? Stufe für Stufe. Was haben wir hier? So, ich gehe jetzt mal kurz auf die oberste Fläche. Wieso transportiert... Ach so, ich weiß, warum er nicht abtransportiert. Weil er hier immer noch zusammen... So, dann shoppen wir mal. Was ist das? Hier haben wir Computer. Jede Menge sogar. Ja, das die heißt, sind ja aus deinem... Die hast jetzt so aus deinem Tower fahre ich die direkt. Ah, okay. Die fahre ich jetzt direkt praktisch ins Lager. Den brauchen also wir nicht. Kupferblech brauchen wir jetzt auch mal was hier. Der ist schief, den bauen wir auch ab. Gehärtete... Ja, brauchen wir vielleicht auch noch was. Schwere modulare Rahmen haben wir auch schon 53 im Lager. Hier. Supercomputer, wo willst du die? Die musst du bauen. Nee, hab ich doch schon. Achso. Ja, Supercomputer. Achso. Warte mal, wir haben doch hier hinten haben wir doch noch irgendwelche. Oder haben wir die schon nicht konfiguriert? Moment. Wohin gehen? Fließen? Ah, die fließen jetzt zuerst nach oben, dann wieder nach unten. Ah, da sind sie. Also ich hab's jetzt mal ganz zuvor das hingesetzt. Wo bist du? Ja. Ja, komm. Da, bei dem. Ja. Ich habe die vorgefunden bei einer Abschutzstelle. Brauche ich vielleicht Kunststoff? Ich weiß es nicht. Können wir noch gar nicht. Einstellen haben wir noch nicht erforscht. Brauchen wir nicht. Ein Frames wollte ich noch mitnehmen. Stangen haben wir, Schrauben nehme ich auch noch mit. So. Den Quarz. Proton habe ich jetzt glaube ich genug. Fusion Natur. Ach ja, hör doch auf. Ja, das gibt's aber nicht wirklich. Was denn? Schon wieder daneben. Na, immer zu niedrig. So. Stangen brauchen wir nicht. MK3. Ich befürchte, von denen habe ich genug. Ach, du liebst brauchen wir aber vermutlich auch einige. Hoppala. Aber bei dir auch? Ja. Was ist denn hier drin? Nix. So. Was ist denn das jetzt? 2, 3, 4. Habe ich den verkehrt rumgebaut? Mal wieder. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob ich genügend Stuff dabei habe. Ausgang, Eingang. Ach Mist, ich habe deinen Namen falsch geschrieben. Dann klar sieht's Mario nicht da. Ja, im kleinen Päuschen habe ich mal geschrieben, soll den ganzen Stack mitnehmen.
Oin. Nein, nicht dein Ernst. So. Ah. Wer steht denn hier? Michael. Jo. Na? Ja, ist nicht ganz gerade geworden, aber... Ja. Ah ja. Aber es bewegt sich nicht. Bist du jetzt da wieder unterwegs rauf zu? Ja. Okay. Na, abbauen. Okay, das, so, bist, das machst du hier oben, hier das Gebilde. Gibt es hier noch irgendwo mobile Miner? Bauen? Ja, in der Ausrüstungswerkstatt. Oh. Ich komme nicht drauf sonst. Weil? Ja, ich fahre mit 1er Rampe. Und die Steigung ist. Ja, ich hätte es halt vielleicht dezent lang rumgezogen, so eine schön lange, schöne Kurve. Oh Gott, wie baue ich da denn? Gesundheit. Die dezente Kurve, Gesundheit. Die dezente Kurve wäre nicht weit genug raufgegangen, Mr. Tom. Okay, ich bin ja mal gespannt, ja. Ich bin ja mal gespannt. Das soll ja ein bisschen ein Abenteuer werden. Ja, das ist so. Also Abenteuer definitiv, ja. Nein, da komme ich nicht nach unten. Ach nee. Wenn das Quarz ja nicht so weit weg wäre. Das Quarz, da wo ich jetzt bin. Es hat sogar eine angeschlossene Mine hier. Eine? Zwei sind angeschlossen, eine ist noch frei, aber Mine steht okay. Schon. Okay. Dann wäre es vielleicht doch nicht so schlecht. Und ich könnte dir auch ein bisschen Quarz produzieren mit meinem Alu-Gedöns. Meinem Alu-Gedöns? Mit der Alu-Produktion. Hey. Nein, das geht nicht so lang. Ich wollte jetzt mal die Quarz-Oszillatoren automatisieren, dass wir die auch wieder haben. Oh. Hättest du was vorgesagt, hätte ich dir Quarz mitgebracht. Na, alles gut. Ich muss ja sowieso. Ich brauche ja mehr da. Mehrere Geschichten für das also, Zeug. Ich brauche hier. Das ist mal das Falsche. Wo sind wir denn hier? Ah, hier. Also. Ich glaube, jetzt würde es sich so ausgehen. Also, einmal ein neues Löchlein bauen. So. Brauche dann ich das hier? MK4 dahin. Ja. Ist das jetzt das Richtige gewesen? Ah, es funktioniert. Bauxit. Der transportiert auch wieder ab. 120. Und der liefert 120. Und die Klappe wieder zu. So, wo bin ich? Wo ist der Tom? Das bin ich. Rike versteckt sich hinter mir. So, da ist Sprit. Wieso da ist hier die Gummi drin? Ja. Alles nehmen. Nee. Können wir das hier auch wieder abbauen? So, rein theoretisch. 60 Tüte. Also Höhenangst darf er nicht haben. Wo liefern wir am besten den Sprit hin? Zur Tankstelle. Lager oder? Tankstelle, ja, wäre schön, wenn es eine Tankstelle geben würde, ne? 37. Na jetzt. Leggy? Ja. So ein bisschen. Ich bin noch in meinem Menü drin, ich komme nicht mehr zurück. Ja, das ging mir vorhin mit der Pipe so. Das Witzige ist, ich kann weiterbauen, aber ich sehe es halt nicht wirklich. Ja. Bist du noch zum Hauptmenü zurückgegangen? Das ist ein bisschen krumm und hier, würde ich sagen. Escape geht nicht? Nee, funktioniert nicht. Ich komme nicht mal im Menü die Dinge runter.
Spiel fortsetzen anklicken? Hat nee, probiert, ich habe keine Maus. Achso. Also ich habe keine Maus. Das Einzige, was jetzt hilft, ist Alt F4. Oh je. Ist mauslos. Oh. Ich habe das Menü, aber ich sehe die Spielwelt verschwommen. Ich könnte auch bauen. Da habe ich aber eine Maus. Moment, ich muss jetzt mal kurz zum Hauptmenü zurück. Geht so nicht. Hat Tom wieder alles kaputt gemacht. Nö. Ach nein, jetzt lade ich den falschen Spielstand, ich tippe. habe ich ja toll gemacht. Ein oder zwei. Einmal Profis, ne? Der Spruch ist lame. So. Kurz geswitcht hier. Und Spiel beitreten. Und dann switchen wir wieder. So. Dann seht ihr auch die lustigen Tipps, die wir hier bekommen. Ich habe ein Liebe-Smiley, ein Love-Smiley. So, also ich sitze jetzt hier noch drauf und baue nun eine Raffinerie, die sich am bestmöglich hier connectet, aber es connectet nicht, weil du doof bist. Passt das jetzt? Könnte passen. Wenn ich den hier booste, den Kollegen, auf was komme ich dann? Unter 20 und voll geboostet auf 300, das geht nicht auf. Ja. Keine Motoren da? Oha. Dann brauchen wir den nicht. Dann könnte ich nämlich so zwei Raffinerien betreiben. Aber für das brauche ich wieder diese lustigen Platten. I like. Motoren. Brauchen wir den Sprit noch irgendwo anders, außer unten an der LKW-Station und für uns selber? Eigentlich nicht. Statoren haben aber auch keine hier. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mit dem Sprit jetzt hier in Zukunft mache. So. Also, das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Warte, mit dem Sprit meinst du? Wo kommen wir denn da? Am Bahnhof abtransportieren lasse. Weil ich habe jetzt, wie gesagt, es ist eine Plattform, die mit, wie heißt es, mit Sprit ankommt. Nein. Eine gemischte. Die würde ich ins Lager fahren lassen, die gemischte. Das ist die letzte hinten. Da kommt das Pulver und die Platinen. Wenn die Platinen dann irgendwann gebaut werden. Könnte ich gleich mal nochmal gucken gehen, ob die überhaupt gebaut werden, weil hier kommen keine Platinen an. Wobei das Lager ist einfach mal voll hier oben. Tom baut doch Platinen. Jede Menge. Ja, aber die gehen nicht ins Lager, weil so viele sind das nicht. Mal gucken. Doch, die gehen ins Lager. Okay. Der Überschuss. Der Überschuss. Hauptcomputerherstellung. Warte mal. Da ist aber kein Überschuss. Doch. Der Überschuss ist jetzt garantiert da. Eine ist zu steil und das andere zu wenig. Kabel gemacht. Ach so, ihr habt da optimiert, ne? So.
Also die Frage, warum läuft das hier nicht hoch? Bin jetzt dann schon irgendwann einmal bei dir, Tom? Naja, ich bin noch immer in der im Rohbau. Ja, brauchen ein paar am Bahnhofsplatz auch dann. Ich hab das Dodo gefunden. Juhu! Tom, wo stellt mein Bahnhof hin bei dir? Ja, das muss ich noch gucken. Das muss ich noch gucken. Und Kunststoff. Wasserextraktor. Ich bin glaube zu hoch. Das funktioniert so nicht, das sieht doch doof aus. So, rein theoretisch können wir hier gucken, dass wir den Sprit direkt ins Lager fahren, ne? Eigentlich schon. Und dass es dann mehr oder weniger direkt auch auf dem Überschussrand landet. Ja. So. Dann mache ich das nochmal eben. Was machst du, Mario? Warten, bis du die Rampe hast. Ja, das... Oh. Hallo? Ui. War tiefer als erwartet. Das war sicher mit Absicht. 100 Pro. Ja, genau. Allein ich schon von den Lachen her. Nein, das war jetzt absolut so witzig. Da kommt der Sprit an. Entschuldigung, Mario. Das ist... Oh, also Sascha, so schön. Platinen haben wir den unteren Container fast voll. Okay. Was ist, wenn ich da, wo deine Rampe zu Ende ist, mit Bahnhof herbaue, hier so nach vor oder da? Ja. Was brauche ich denn? Ich bin halt nicht sicher, woher kommst du? Wo bist denn du überhaupt? Du bist da hinten wieder. Okay. Nein. Doch. Ich bin da drüben. Oh, ja, ja. Versteckst dich da im Gebüsch. Ach, da oben bist du. Ja, ich komm von da drüben. Okay. Wenn ich jetzt da... Warte mal, ich zeig dir das mal. Eben. Fast mal so. Da drüben. So. Kämpfst du? Ja. Gelb. Der wollte mich besuchen kommen. Ich brauch circa... Was ist? So breit würde er werden. Ungefähr. Ja, wo willst du denn wieder wegfahren? In welche Richtung? Ja, darauf. Aber wieder. Was ist denn, wenn du... den Bahnhof eigentlich hier machst? Halbstrafe. Hier auf der Plattform, es geht auf der Höhe und dann gleich auf via dem Tal wieder weiter weg. Weißt du, wie ich meine? Fährt. Okay. Also eigentlich, Spiel im Weg, ja, ich bin im Weg. So, in die Richtung. Aber auf der Höhe vom Stein oder oben, ich jetzt da bin? Ich würde sagen, gleich hier auf dem Stein. Ja, du kannst auch da oben, geht ja auch. Dann machst du dort eine Plattform und dann kannst du da weiter wieder übers Terrain. Ich weiß halt nicht genau, wo du da hinkommst, ob du dann da wieder schlau runterkommst. Na, ich dreh wieder um. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Mach doch eine Rundbahn. Aber zum anderen Bahnhof könnte ich fahren. Ja, geht auch nicht. Jump. Ja, könnte ich machen. Hab ich was zu futtern? Ja, was zu futtern? Oh, hier hoch. Also oben im Bahnhof? Nam nam nam. Komm, nam nam nam. Lecker, lecker, lecker. Das heißt quasi oben im Bahnhof? Oder soll ich runterkommen? Nein, komm runter. Da. Das heißt, wir weißt du was, du kannst eigentlich das mitnehmen hier. Die Schnecke nehmen wir mit. Da.
So. Ich habe jetzt eine ganz tolle Idee. Sehr schön. Okay, das ist zu hoch. Ja, für. Das heißt, dann muss ich hier. So. Ne? Und jetzt ist das ausgerichtet, müsste eigentlich ausgerichtet sein. Was ist das? Stand doch früher mal eine Werkbank. Ist doch. Nein. Mist. Wie machen wir das? So. Also, wie kriege ich das, den Sprit da unten auf das Band vernünftig drauf? Abreißen. Nein, nicht, wenn man draufsteht, abbauen. Das kommt nicht gut. Oh ja, eine Etage tief, kommst dann. Säge niemals den Ast, auf dem du sitzt. Konfuzius. Ja, genau. Logistik. Kreuzung. Stelle niemals den Baum, weil der doch nicht ist. Okay, warum? Könnte schmerzhaft sein. Hast du da Erfahrung? Nein, ich fäll keine Bäume. Krieg ich den Sprit da irgendwie so runter, dass der hier Das Spritband läuft auch auf falschen Seite. Logistik. Ja. Nein. Hab ich. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie runterkommen. Ich muss mal gucken, dass ich hier hochkomme. Kann ich auch eigentlich mehrere Platten wegnehmen oder muss ich jedes einzeln wegnehmen? Ich kann doch die Entschuldigung kurz mal, ich kann doch die Pipe-Dingsbums auch in der Neigung drehen. Geht das nochmal? Keine Antworten heute mehr. Mhm. Was haben wir erforscht? Elektroplatinen. Sehr schön. Elektrodenplatinen, ja. Können wir da mit Petrolkoks und Gummi können wir jetzt auch Platinen machen. Sieht das jetzt aus? Muss ich hier noch vielleicht noch eine Pumpe haben? Anschluss brauchen wir auch noch. Ich bin durchgefallen. Warum bin ich durchgefallen? Nein, fuck! Du hast halt nicht bestanden. Du hast nicht bestanden. Ah, schön. Deswegen ist er durchgefallen. Da ist aber Betonplatte und ich bin trotzdem durchgefallen. Ungültige Form, weil. Warum bist du ungültig? Ach, dieses Gestrüpp. So, ich erforsche jetzt mal den Highspeed-Anschluss, den brauchen wir später. Sehr schön. Internet! Nein, so, nicht hier. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu wenig Material für Leiter, oder was? Ja, sicher. Wo bist denn du, Mario? Abgestürzt. Ja, das hast du gesagt. Frage ist, wo? Beim Wasser. Beim Wasser. Zum Glück gibt es nur ein einziges Wasser. Ich sehe es nicht. Ungültige Form. Platinen und rauchschwaches Pulver. Das haben wir alles im Lager. So. Oh ne, das war zu viel. Zu viel, ja.
Mach es halt mal so. Ich hoffe, dass sie die 40 Meter ausgehen, weil sonst bin ich warm dran. Ja, sonst mach doch einfach eine Rampe. Geht das nicht? Also, das heißt... Inventarvergrößerung, juhu! Wow! Ist das jetzt Maximum? Warte. Na, es gibt noch einen erweiterten Werkzeuggürtel. Aber dafür brauchen wir Gewebe. Gewebe habe ich, jede Menge. 50 Stück. Habe ich locker. Und unten, neben beim Hub, hast du auch noch welches. Okay. Rotoren. Nein, das ist falsch. Wieso lässt sich auf der Kalksteinmine kein Miner draufsetzen? Muss einfach mal ein bisschen drehen. Manchmal spackt es rum, das sagt immer was im Weg. Hast du den Felsen in der Mitte abgebaut? Nein. Das da macht er mal weg. Ja, bin dabei. So, Rotoren und Gewebe. Stimmt zu nah. Ungültige Form. Ne, passt sogar. Ach nee, jetzt hänge ich schon wieder. Passt es? Passt. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Okay. Ich habe einen Crash. Schon wieder. Ja. Müsste eigentlich passen. Sag mich nicht, ich habe das Ding jetzt falsch umgebaut. Genau. So. Die Plattform für den Bahnhof steht, Dom. Das ist okay. Schickst du mir mal einen Zug hierher, dass ich noch nach Hause komme mit dem Zug? Ja, wenn du wartest. Nein, ist okay, kein Stress. Nein, machen wir ihn nicht. Ja. Hast du vielleicht schwere modulare Rahmen, 4 Stück, Mr. Tom? Ich gucke. Nope. Nur normale Rahmen. Okay, weil sonst hätte ich schon den Bahnhof hersetzen können. Ja, bau die doch da. Ne, die kannst du nicht bauen, ha? Nö. Die kannst du nicht bauen. Aber was mache ich für einen Quatsch? So, schauen wir mal, wie wir wieder zurückkommen. Folge der Stromleitung. Ach man, es ist schon wieder 11 Uhr. Die Zeit verfliegt in diesem Spiel so schnell. Unglaublich. So. Jetzt möchte ich
mal ein paar Fragen fragen an die Spezialisten. Frag. Von dem Miner kommt ja Kalkstein raus. Ja. Kann ich da dann gleich so einen Konstruktor daneben setzen oder was? Ne, einen Fabrikator, der macht dann Beton oder wie? Richtig. Also setze ich hier jetzt einen Fabrikator. Ich glaube, das ist nee, zu Konstruktor hoch. Reicht. Ich würde behaupten, das ist zu hoch. Konstruktor. Ein Konstruktor reicht. Ein gut. Eingang, ein Ausgang. Den kann ich nicht bauen, weil es für verstärkte Eisenplatten brauche ich. 180 Liter Wasser braucht das Ding. Ach nein. Big Meter. Verstärkte Eisen. Das heißt. Irgendwie war ich die ganze Zeit gemutet. Sascha, du bist gemutet. Ja, genau. Ich bin gemutet. Ja. Sascha, ist das nicht schwer, wenn man gemutet ist, mit anderen zu reden? Ich habe ja nicht mal gemerkt, dass meine Cam aus war. Na gut, die macht sie absichtlich meistens aus. Ja, ich muss sie nur auch wieder anschalten. Hast du es dann gemerkt, wie keiner mit dir geredet hat? Oh, du bist so gemein. Wer ich? Ja. Warum? Ich sage jetzt einmal nichts dazu. Du hast ja eine Kettensäge, Tom, gell? Ja. Ist das jetzt so richtig rum? Ach so, würde mal kippen, ach man. So. So. Micha? Ja. Guck mal, ist das so richtig rum? Sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ja, es passt. Das ist der Treibstoff. Ja, ja, nee. Nee. Brauchst du deine Kettensäge? So, nein. Muss ich hier Förderband dran bauen, ne? Genau. Willst du den schönen Wald zerstören? Läuft. Ich muss leider. Ein, zwei Bäume. Seien Sie bitte vorsichtig, genau. Ja. Sonst kommt das Ordnungsamt. So. Ja. Okay. So, jetzt muss ich dem erzählen, einmal was er machen Motorsäge. Soll. Richtig. Und ein. Tiefer nicht ins Wasser. Biotreibstoff habe ich. Was? Richtig, genau so. Biotreibstoff habe ich. Danke dir für. Aber die Maschine. Kettensäge ist hier. So, ist er jetzt an oder aus? Ist es ihm? Dem. Der müsste an sein. Grazie, nee. Signora. Senior. Strom. Der braucht Saft. Ach ja, stimmt, der braucht ja noch Strom. Also, das heißt, ich muss den ganzen Quadradatsch da oben noch einmal abbauen, weil das gefällt mir nicht. Das sieht nämlich doof aus. Das kann dann auch wieder weg. Ich würde mal sagen, der hat Strom. Oh, er hat Strom. Oh, oh, oh. So. Das ist ja ein Stromer. Das ist ein Stromer. Solange es kein Strommann ist. Guck, wie geht. So, andere Seite. Hier muss jetzt erst eine Gießerei davor, ne? Ja, eine Schmelze. Schmelze. Alles nicht schön aus, aber ich glaube, das rohrige Ding über die Schräge wird ein bisschen dämlich, ja? Andersrum. Ja, muss andersrum gedreht werden, das ist... Aber... So. Also, wir haben 4, das heißt, hier ist 8. So, ne? Ja. Moment. Boom. Das sind 8. Ich bin ja begeistert. Schon bauen kann oder sagst du mal, ich kann nichts. Das hat niemand behauptet, das hast du jetzt selber gesagt. Wo ist etwa das? Ist das jetzt blau ich würde gewesen? Sagen, nein. Passiert manchmal, Carsten. Ja, das ist aber anscheinend da. So. Ja. So, ist jetzt da muss eine interessante Konstruktion, die ich hier unter beim Lager noch hingesetzt habe.
Achso, die brauchst du sicherlich auch. Hässlich wie die Nacht aus. Kann ich das? Strom. Nein, es schickt nicht. Zwei Gewebe fehlen. Oh Mann. Er hat doch einen Knick in der Leitung.